Hi, willkommen beim Endkampf. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ganz, ganz schnell speichern und anfangen. So, da läuft sie. Ich muss mal erstmal. Nein, das waren die falschen Waffen. Das war auch die falsche Waffe. Das ist auch die falsche Waffe. Das ist auch die falsche Waffe. Hallo, Mädchen. Nein. Nein. Nein! Da sind sie. Gut, meine Idee ist. Okay, ja, das ist schon mal gut gelaufen. Und zwar, man läuft jetzt hier einfach im Kreis, stellt sich vor einen Ausgang, dreht sich um und schießt auf die Spinne und stirbt. Okay, das war jetzt noch nicht so gut, aber wir kriegen das noch hin. Also, wie gesagt, den Endkampf kann ich eigentlich ziemlich gut. So, welche Tastatur war das jetzt? Ich glaube, sieben? Nee. Vier? Sechs? Nee. Fünf? Nee. Vier? Vier war's. Also, das ist eigentlich der Plan, den wir verfolgen. Wir rennen hier im Kreis, bleiben irgendwann vor einem Artefakt stehen, drehen uns um und ballern noch die Spinne ein. Dann stecken wir die Waffen wieder weg und rennen wieder im Kreis. So einfach ist das ist es. Bis wir wieder das Gefühl haben, die Spinne muss in etwa die Hälfte der Strecke hinter uns sein. Es bringt übrigens nicht. Gleich weiter. Es bringt übrigens nicht, wenn sie weiter entfernt ist, weil dann dreht sie sich irgendwann um. Man muss es halt ein bisschen üben. Es ist aber eigentlich ziemlich einfach. So, ich gucke mal nach, ob die Spinne schon hinter mir ist. Okay, das dauert jetzt ein bisschen, weil ich muss die Spinne so weit bekommen, dass sie irgendwann umkippt. Die kippt dann auch irgendwann immer schneller um. Und wieder weiter. Die kippt, also man muss erstmal ein bisschen Schaden zufügen. Irgendwann kippt die Spinne um. Da muss man umdrehen, zum Artefakt sprinten. Wirklich. Wenn ich sprinten sage, meine ich sprinten. Also wie man sieht, ich achte auch immer darauf, dass es nicht zu weit ist. Weil damit es auch alles funktioniert hier. Juhu, Schatz, ich bin beim Endlevel. Nicht. Hab's gleich geschafft. Okay. Okay. Mein Schatz ist gerade von der Arbeit gekommen. Moon. Okay, das schaffe ich jetzt nicht. Weg da! Okay. Okay, das passiert, wenn man. Genau, die Spinne dreht sich dann so um. Und das passiert, wenn man zu nah an diese Spinne gekommen ist. So, ich begrüße jetzt erstmal meinen Schatzi. Und wir sehen uns dann gleich beim Endkampf wieder. Ciao! Ja, hier sind wir wieder zurück. Wir laden den Meteoriten oder Höhle des Meteoriten heißt es, glaube ich. Und wir versuchen weiterzuspielen. Ah, super. Ja, mit der Waffe kann ich ja wirklich lange rumballern. Das war 5. Die 4, glaube ich. Jep, 4 was. Ja, wir müssen jetzt eigentlich das Ganze hier nochmal machen. Ich baller, wie man sieht, immer so lange rauf, bis sie in etwa die Strecke überwunden hat. Damit ich nicht in Gefahr laufe, weil sobald wir stehen bleiben, wird sie, ich sag mal sie, also er, es ist ja dieser komische Typ, der uns auf die Suche geschickt hat. Das ist doch eine sehr gute Ausgangsposition. Oh Mist. Okay, jetzt ist es passiert. Das müsste im Endeffekt passieren. Jetzt haben wir Zeit, sozusagen nach da hinten zu rennen, das Teil zu holen. Und jetzt müssen wir gucken, von wo er gleich wieder anfängt. Ja, das war jetzt leider ein bisschen ungünstig,
glücklich, dass es so passiert ist. Schnell weg. Mist. Ja, sobald er das macht, ist man leider aufgeschmissen. Okay, aber jetzt habt ihr schon mal gesehen, was ich meine. Ja. Und ganz wichtig finde ich auch, ihr müsst die Waffen wegstecken. Es hat einfach schon... Es hat einfach den Grund... dass sie mit Waffen immer automatisch zielt. Und sie läuft halt gerne in die Richtung, in die sie zielt. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem schon mal hattet. Mich persönlich nervt es extrem. So. Oh, scheiße. Oh, Mann. Das ist so gemein. Sobald sie... man muss es wirklich so schaffen, dass sie nicht schießt. Weil sobald sie schießt, hat man versagt. Achso, das war ja das Problem. Gut. Okay. Also, ihr habt wirklich sehr viel zu tun. Ihr müsst da echt... Okay. Ah! Okay. Das ist jetzt bin ich leider ein bisschen zu schnell gewesen und dann dreht sie sich gerne um. Okay, jetzt trifft sie in die Richtung. Okay. Ihr könnt euch zum Beispiel an dem hier mit der Leiter orientieren. Dass ihr den hier als... Und los. Dass ihr da, wo die Leiter ist, euch als Orientierungspunkt für eine Runde geschafft einprägt. So. Und wie gesagt... Immer dran denken, rechtzeitig rechtzeitig hier rumzulatschen. Weißt du? Ah, kann das natürlich. Ich dachte, jetzt kippt sie vielleicht schon um. Das ist halt... So, weiter. Also man sieht, es ist möglich, aber es ist halt ein bisschen... Man muss Geduld haben. Man muss ziemlich viel Geduld haben. Und rechtzeitig immer wieder Waffe einstecken. Und wir sind noch nicht mal einmal zu einem Meteoritensplitter gekommen. Ist das nicht toll? Und wieder los. Das war jetzt schon zweimal. Ich weiß nicht, wie viel Munition man braucht. Ich weiß nur, man braucht... je öfter man das macht, desto weniger Munition braucht man. Es kann natürlich sein, mir ist es auch schon mal passiert, dass beim ersten Mal umfallen, ich das nicht gleich gescheckt habe und dann musste ich wieder von vorne anfangen. Naja. Okay, jetzt haben wir schon dreimal auf sie geballert, wenn ich richtig sehe. Also wird die Abstände werden meines Wissens auch immer kürzer, bei dem sie umfällt. Ich sag immer noch sie. Es ist halt die Spinne. So, jetzt hat man... Kurze Zeit Zeit. Und los geht's. Okay, und jetzt muss man ganz schnell wieder hier im Kreis laufen. Und ich glaube, wir können uns den Luxus gönnen, einmal kurz zwischenzeitlich abzuspeichern und zu sagen, ja, wir haben den ersten geschafft. Gut, oder? So, jetzt können wir natürlich diesen Gang hier nicht mehr benutzen, sondern müssen immer die anderen Gänge benutzen. Aber es ist halt so. So, erster geschafft. Im Endeffekt ist es so, sobald nämlich die ganzen Meteoritensplitter hier raus sind. Ah, da müssen wir hin.
Okay, weiter. Sobald die ganzen Meteoritensplitter rauskommen, fährt sich der wie heißt das Ding? Der Meteorit hier in der Mitte wieder ein. Okay, das ist mir zu heikel. Da warte ich lieber nochmal. Also der in der Mitte, der fährt sich dann halt wieder ein. Und sobald der sich einfährt... Okay, weiter. Und können wir nämlich die mit ein paar Schüssen eigentlich eliminieren. Danach ist das eigentlich kein Problem mehr. Okay. Scheiße. Okay, das ist jetzt sehr, sehr, sehr unschön. Wir stellen uns jetzt am besten hier so ein bisschen rüber, dass wir das gleich... Dass wir, wenn... Weil das schaffen wir jetzt nicht. Also es ist... Wir nutzen jetzt aber die Aufstehphase hier. Okay, das ist... Hat sich jetzt erledigt. Unsere ersten Waffen sind AFK, sind away. Ich habe das mit der auch noch nie probiert, aber wir machen das jetzt einfach mal mit der. Das ist reine Glückssache, ob man das schafft oder nicht. Oder wie man es schafft. Und wir gehen jetzt mal hier hin. Nein, die ist viel zu nah dran. Okay, wir müssen wieder ein bisschen mehr Platz zwischen uns und der Spinne bringen. Immer noch zu wenig. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass man hier Platz zwischen uns beiden bringt. Ja, toll. Das hat sich jetzt viel gelohnt. Oh, nee, das ist jetzt nicht, das ist nicht jetzt deren Ernst. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Mal im Kreis laufen. Und wir haben den zweiten. So, und ich glaube, das speichern wir gleich mal ab. Wir haben jetzt wieder schon zwei eingesammelt. Es gibt hier keine Geheimnisse. Spiel speichern. So, das ist jetzt der Speicherstand, wo wir schon zwei eingesammelt haben. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder Platz zwischen uns und der Spinne bringen. Und wir müssen jetzt wirklich darauf achten, wo wir, in welchem Gang. Jetzt müssen wir wirklich nur noch auf die Gänge achten, wo noch nichts drin ist. So, ich will noch einmal im Kreis laufen. So. Nein! Scheiße, 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 scheiße. Oh, jetzt war ich zu nah an sie dran. So, ich laufe jetzt noch einmal im Kreis und gucke ich nach, wo sie ist. Okay, das ist... Ah. Einmal wieder im Kreis. Scheiße, 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 das überlebe ich doch nicht. Das überlebe ich nie, wenn sie das macht. Okay. Aber wir haben an einem Punkt gespeichert, wo wir schon zwei haben. Also Zerotasche, ich glaube, das werde ich Zerotasche auch nochmal schreiben, wenn Zerotasche das spielt. Er hat das leider noch nie gespielt, ne? Und ich glaube, ich werde ihm das nochmal schreiben, dass er unbedingt drei oder vier Speicherkristalle im Endkampf schon benutzen sollte. Gerade wenn er ein... Oh. Ah, das war so klar. Gerade wenn das passiert.
Also selbst ich kann es euch nur empfehlen. Geizt hier nicht mehr damit. So. Aber wie man sieht, man kann dieses Monster sehr gut beherrschen. Ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache. So. Und man muss es halt echt nur gut anschießen zwischenzeitlich. Und wir müssen jetzt außerdem achten, dass wir es rechtzeitig, also dass wir es da anschießen, wo wir auch. Toll, ist es umgekippt? Ja. Das ist ja mal wieder klasse. Gut, wir stellen uns jetzt ein bisschen hierhin. Und hoffen, dass sie sich nicht umdreht. Weil sie dreht sich nur auf einem bestimmten Zeitpunkt um. Und hoffen, dass sie in die Richtung weiterläuft. Und nutzen das einfach mal aus. Okay. Jetzt müssen wir hier vorne dahin. Das ist viel zu nah. Das ist einfach viel zu nah gewesen. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen aufpassen, dass sie wieder in etwa... Jetzt müssen wir wahrscheinlich zwei, drei Runden laufen. Also, ich laufe noch eine Runde. Hinten springe ich wieder. Und hoffen will, dass es jetzt klappt. Das ist eine gute Ausgangsposition. Umdrehen. Und los. Und das Positive ist, sie läuft weiter. Und sie ist immer noch, und das können wir jetzt auch mal speichern, sie ist immer noch hinter mir und wir haben jetzt 3 Meteoritensplitter. Und sie ist sogar gut hinter mir, also das ist super. Okay, sie ist doch nicht so gut hinter mir. Okay, jetzt müssen wir nur noch, jetzt muss ich wirklich darauf achten, es immer nur noch in diesen einen Gang zu machen, in dem da. Ja, und sobald sie jetzt noch einmal umkippt und wir diesen Stein bekommen, können wir den Todesstoß über sie fällen. Das weiß sie bloß nicht. Okay, das ist halt der Nachteil dieser Waffe ist, man darf sich mit dieser Waffe nicht bewegen. Mit den Uzis ist das möglich. Mit der MP5 ist das halt nicht möglich. Und das ist halt meiner Meinung nach... schon ein ziemlicher Nachteil für diese Waffe. Ist das hier? Nee, das ist da. Gut. Wo kommt die denn auf einmal her? Ja, mir ist es ja egal, in welche Richtung ich als erstes laufe. Aber erschrecken sollte sie mich nicht. So. So, hoffentlich habe ich jetzt genug Platz zwischen mir und ihr gebracht. Okay. Bisschen anschießen muss ja mal sein. Nein! Oh! Glück. Glück, Glück, Glück. Ich sag euch, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht mit... okay, das geht schon. Das kann ich, ja, was ich gerade mache, kann ich übrigens überhaupt nicht mit Gamepad machen. Wir haben es ja versucht, mit Gamepad durchzuspielen. Wir haben es auch einigermaßen geschafft, bis auf eben diese Stelle hier. Wir haben den Endkampf auf der PS1 noch nicht gemacht. So, und jetzt los, 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 los. Scheiße. Umdrehen. Sprinten. Weg. Scheiße. Nein! Das ist gemein. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch ein paar Mal schießen brauchen. Okay, wir müssen das Ganze nochmal machen. Da ist sie. Ich muss mal gucken, wo ist sie denn? Ja, wir haben ja Gott sei Dank nur noch einen und wir haben ja ein bisschen Zeit. Okay. Das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Man da, also wenn das Vieh einmal zum Schießen kommt, ist halt echt Sense. Okay.
Das kann jetzt eigentlich auch nicht mehr so lange weit brauchen. Einmal zum Schießen und du hast echt ein Problem. Okay. Also immer in Bewegung bleiben. Oh. Aber das ist, also ich finde den Endkampf hier auch am schönsten bis jetzt. Von denen, die ich kenne. Okay. Scheiße. Und los. Dreh dich um. Jumpe. Ja, jetzt, so jetzt verschwindet der Meteorit da unten. Und sie läuft uns immer noch hinterher. Und wir speichern das jetzt mal ab. Gut. Jetzt müssen wir eigentlich noch den Todesstoß verhängen. So, dazu müssen wir jetzt einfach nur noch auf das Vieh rumballern, bis es kaputt geht. Ganz einfach, ne? Okay, das ist eigentlich genau dasselbe wie eben, nur dass wir jetzt drauf warten, dass das Vieh jetzt umkippt, wird es gleich tot sein. Oh, Gott sei Dank. So, weiter geht's. Und dann werden wir mal gucken, wie viel Munition das Vieh verschluckt hat. Okay. Aber nach meiner Erinnerung kann das jetzt eigentlich auch nicht mehr so lange dauern. Und wie gesagt, ich habe diesen Endkampf mit allen möglichen Waffen schon versucht. Weil der hat mich irgendwie interessiert. Ich mochte das ganze Level nicht spielen, ne? Aber diesen Endkampf, den habe ich andauernd gespielt. Das konnte ich. So. Fertig. Wir haben obsiegt. Leute, wir haben obsiegt. So, jetzt müssen wir hier nur noch abhauen. Dazu springen wir an die Leiter ran. Das war so klar. Das war so klar. Ne? Den ganzen Endkampf. Kein Problem. Aber die Leiter. Das ist ein Problem. So. Nochmal von vorne. Dazu springen wir an diese Leiter ran. Üffa. Gut. Das haben wir jetzt auch geschafft. Klettern hier hoch. Ja, wir klettern hier hoch. Klettern hier rüber. Und klettern hier hoch. Ja. So. Verabschiedet euch von dieser wunderbaren Kulisse. Ciao. Ja, hier kamen wir übrigens runter. Jetzt werden wir hier lang latschen. Ja, ich hab's vergessen. Jetzt gehen wir hier an der Seite lang, weil wir wollen jetzt nur noch hier raus. Wir wollen jetzt auf jeden Fall nur noch hier weg. Wir haben übrigens alle mit Splitter hier oben wieder drinne. Ja. Das einzige Interessante ist halt, wir müssen aus diesem Krater raus. Und das ist der Punkt. Wir sind durch so viel Schwachsinn im Endeffekt durchgegangen. Muss man jetzt ja mal zugeben, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Achso, ja. Wir sind durch so vieles durchgegangen. Aber Tomb-Raider-Logik, Leute. Tomb-Raider-Logik. Natürlich ist der Krater oben offen und wir hätten noch gleich zum Krater fliegen können. Hätten wir uns den ganzen Schwachsinn vorher erspart. Ins Bergwerk runter zu müssen und so weiter. Und in die vergessene Stadt und hierhin und hast du nicht gesehen. Achso, da geht's noch weiter. So. Hui. Okay. Kann ja mal passieren. Host. Wo habe ich gespeichert? Ah, hier. Naja, es ist ja jetzt auch zeitnah gespeichert gewesen. So. Ja, ich glaube, ich werde Zerotash immer vorwarnen, dass er für den Endkampf sich 1, 2, 3, also 4 Kristalle auf jeden Fall, also 4 Speicherkristalle auf jeden Fall
aufbewahren sollte. Weil es dann einfacher wird. So. Aber zu viel dazu. Ich speichere jetzt hier oben und hoffe, dass wir das da rüberkommen. So geht's natürlich mal wieder. Okay, ich gehe jetzt hoch. Und ich finde es übrigens auch, man läuft die ganze Zeit da unten rum, aber wenn man von hier oben guckt, dann merkt man erst, wie toll das ganze Szenario da unten ist. Mir gefällt's. So, ja, da wollen wir hin. Ich glaube, jetzt müssen wir da schräg rüber auf die Plattform. Oh, Entschuldigung. Und hier hoch. Und daran erkennt man, wir hätten auch gleich das finden können. Dann wären wir von hier oben reingesprungen und fertig. Aber nein, das ist ja viel zu einfach. Genau. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Gott sei Dank haben wir die richtige Wumme in der Hand. Okay, da müssen wir runter. Weil, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen aufpassen einfach. Genau, wegen das da. Oh, ich habe mich voll erschrocken, weil da ein Schneeball runtergefallen ist. Da. Der da ist ganz, ganz gefährlich. Der da ist noch gefährlicher. Ich erinnere mich da noch nicht an so einen feierlichen Flammenwerfer oder sowas. Oh, der hat ein Medipack verloren. Ja, das ist das Endspiel. Da ist er. Bei dem müssen wir jetzt ganz, ganz vorsichtig sein. Scheiße. Scheiße, scheiße. Klappt. Ha! Wäre doch gelacht, wenn wir nicht leer wären. Ja, die Flammenwerfer sind hier echt fies. So. Hier ist nichts mehr. Es hört sich so an, als ob hier noch irgendwo einer wäre. Mhm. Also es hört sich an, ihr hört es sicherlich auch, als da vorne noch was wäre und da speichern wir jetzt ab. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir müssen. Boah, der ist tot, ne? Hm. Ja, hier ist nix. Und das nix machen wir jetzt einfach mal zu. Okay, doch nicht. Okay, hier haben wir einen Schalter gedrückt und ein Nichts gefunden. Laufen wir jetzt hier lang. Ich habe hier immer noch ein bisschen Schiss, ne? Weil wie gesagt, die können jetzt. Okay. Hier ist nichts mehr. Ja, danke fürs Zusehen. Tombala 3, wir werden jetzt das Ende erleben. Und da kommt schon unser Hubschrauber. Und wenn wir da durchlaufen, ist das Spiel vorbei.
The End. Ach ja, das Team Programmierer Richard Flower, Martin Gibbons, Chris Coop, KI-Programmierer Tom Scott und die Levelgestalter Peter, Andy, Richard und Jamie. Danke euch für dieses wunderbare Spiel. Und natürlich auch die Phil und Jer und Darren darf auch nicht in der Animation fehlen. Das ist natürlich sowas von klar und guckt euch diese Layer an. Zusätzliche Grafik, Matt und Mark. Ja, danke Matt und Mark. Das war Tomb Raider 3, euer Wunsch. Und mir hat es persönlich eigentlich sehr gefallen. Außer natürlich an den Stellen, wo ich mich aufgeregt habe. Ohne Ende. Und danke fürs Zusehen. Tomb Raider 3 handelt von der Meteoritensuche nach 4 Meteoritensplittern. Die Suche hat natürlich, wie übrigens auch bei Tomb Raider 1, der Bösewicht angesteuert. Ganz interessant. Das ist ein tolles Outfit. Naja, musste mal. Oh, das ist ja noch viel besseres Outfit. Das gefällt mir. Ja, danke eben wirklich, danke fürs Zusehen. Und da steht, unsere Abschlussstatistik. Wir haben 14 Stunden, 52 Minuten und 31 Sekunden gespielt. Wir haben 23 Secrets von 59 gefunden. Wir haben 420 Gegner besiegt, dabei 12.413 Munition verbraucht und nur 10.947 haben getroffen. Wir haben 53 Medipacks geholt und... Das müsste eine 74 sein. 74,23 Kilometer zurückgelegt. Das heißt, wir wussten ja, ein Schritt ist ein Meter. Ein Kilometer sind 1000 Meter. Das heißt, wir haben 74.230 Schritte gelaufen, mindestens. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werte natürlich das andere Video noch aus. Ich bin mal gespannt, was ihr gewotet habt. Ciao!